Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich etwas Herzhaftes für euch, und zwar gefüllte Paprika. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Heute zeige ich euch, wie ich meine zubereite. Und das Gericht ist auch super einfach und schnell gezaubert. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Ja, dann fange ich direkt mit den Zutaten an und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und das sind die Zutaten: 600 Gramm gehacktes, ich habe hier Rindergehacktes verwendet, 150 Gramm gekochten Reis, 6 rote Paprika, eine Zwiebel, 200 Milliliter Brühe, 300 Milliliter passierte Tomaten, einen Esslöffel Mehl, einen Esslöffel Butter, ein Ei, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Petersilie. Zuerst fange ich mit der Zwiebel an, die wird geschält und in kleine Würfel geschnitten. Mit etwas Öl brate ich jetzt die Zwiebelwürfel kurz an, und zwar nur so lange, bis sie glasig werden. So, dann geht es jetzt mit der Paprika weiter. Die habe ich vorher schon gewaschen. Schneide jetzt den Deckel ab und entferne das Gehäuse. Nun hacke ich mir noch die frische Petersilie klein. Man kann auch natürlich gefroren nehmen oder aber auch andere Kräuter wie zum Beispiel Oregano oder Thymian. Jetzt komme ich auch schon zu der Zubereitung für die Füllung, und dafür vermenge ich alle Zutaten mit den gehackten, und zwar den gekochten Reis, die Zwiebeln, die ich vorher angebraten habe, dem Ei und würze es mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Und nicht zu vergessen die Petersilie. Dann würze ich es nochmal mit Salz und Pfeffer. Jetzt knete ich es noch einmal kräftig durch, und dann ist die Füllung auch schon fertig. Die Paprika befülle ich jetzt mit meiner Hackfleisch-Reisfüllung, lege sie nebeneinander in meinen Bräter und gebe direkt den Deckel drauf. Ich habe mittelgroße Paprika verwendet, da hat die Menge der Füllung genau gepasst. Falls ihr aber noch Füllung übrig habt, könnt ihr sie auch zu kleinen Bällchen formen und mit in den Bräter geben. Jetzt komme ich zu der Soße, und für diese bereite ich eine Mehlschwitze zu. Dafür lasse ich die Butter bei mittlerer Hitze in einen kleinen Topf schmelzen und gebe dann das Mehl bei. Nun kommt die Brühe hinzu sowie die passierten Tomaten. Würze es leicht mit Salz und Pfeffer und lasse es kurz aufkochen. Die Soße kommt jetzt in den Bräter, dabei gebe ich auch etwas auf die Paprika. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf, und dann gebe ich es bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen. So, die gefüllten Paprika sind fertig und können serviert werden, und dazu gebe ich immer ganz gerne Reis.
Probiert die gefüllten Paprika mal aus, die sind wirklich sehr lecker. Und schreibt mir unten in die Kommentare, wie sie euch geschmeckt haben. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezeptvideo mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.